So, jetzt müsste ich live sein. Das ging ja jetzt doch schneller als gedacht. Okay, wir teilen deinen Followern mit. Herzlich willkommen zu einem nächsten Live. Heute geht es um das Thema Coaching, die Coaching-Industrie. Und zwar habe ich jetzt auch gleich live jemanden mit dabei. Eine Klientin, die liebe Semra, die seit, ich glaube, Oktober bei mir im Coaching war. Vor kurzem hat unser Coaching, wie sagt man das jetzt, ist unser Coaching beendet. Und ich dachte mir, ich folge ja ein bisschen auch in dieser Szene, ne? Coaching und Mentoring. Muss ich gerade gucken, dass ich hier die Nachrichten bei mir ausschalte. Und genau, heute geht es darum, diese Coaching-Industrie, kann man der vertrauen oder nicht? Weil es gibt ja Coaches, Mentoren, die dich wirklich begleiten können und dir helfen können. Und da gibt es welche, da zahlst du eine Menge Geld und das hat gar nichts gebracht. Und deswegen habe ich heute jemanden mit dabei und denke, das mache ich dann in Zukunft öfters, dass ich einfach Teilnehmerinnen, Klientinnen mit reinbringe, damit, das ist wie bei Amazon, wenn ich was kaufe, gucke ich immer bei den Kommentaren, ob das gut ist oder nicht. Und ich vertraue dann immer auf den Kommentaren der anderen, als wenn ich ein Produkt kaufe, das ich, na, wo nichts steht. Und es ist jetzt so, in der Coaching-Industrie, was ich beobachtet habe, es gibt ganz, ganz viel Fake, wirklich ganz viel Fake. Man muss mal sehr aufs Gefühl gehen. Ich war letztes Jahr bei einem Coaching, hatte ich euch erzählt, ne, wo ich da mehrere tausend Euro bezahlt habe. Und es war ein Gruppencoaching, also es war jetzt kein privates, ja, also zahlst du schon fast 10.000 und es ist ein Gruppencoaching, aber es war echt gut. Und in dem Gruppencoaching habe ich natürlich andere Menschen kennengelernt, die auch Produkte anbieten, die auch Coachings anbieten. Da habe ich Leute kennengelernt, wo ich mir dachte, da würde ich gerne die Welt benachrichtigen, bitte buch bei diesen Menschen kein Coaching. Weil es denen nur ums Geld ging. Weil es denen egal war, ob der Kunde eine Transformation hat oder nicht. Und weil sie nicht die Expertise hatten. Also da war zum Beispiel jemand, ich nenne hier keine Namen, die hatten, das war letztes Jahr, die hatten das Umsatzziel, ich glaube 50.000 Euro oder sowas, wollten sie bis Dezember verdienen, haben sie dann gesagt, ist ja auch alles schön und gut. Und die hatten erstmal ein Thema, Selbstliebe, dann von Selbstliebe sind sie ins Abnehmen und hatten beide gar keine Ahnung, also keine Fitnesstrainerausbildung, keine Ernährungsausbildung und hatten dann eine Klientin und haben dann auch, naja, ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel darüber reden, die haben dann in dem Coaching erklärt, dass die Klientin einfach keine Resultate hat, dass es nichts gebracht hat. Und dann kam dann die Frage, ja, habt ihr überhaupt die Expertise? Wisst ihr, was ihr da macht? Nee. Ja, willst du jetzt nur Geld verdienen oder willst du den Menschen helfen? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man da auf sein Gefühl hört, dass man genau hinschaut. Mit denjenigen, mit denen ich arbeiten möchte, habe ich das Gefühl, dass mir die Person helfen kann oder eher nicht. Also gehe ich aus dem Mangel rein in ein Coaching oder gehe ich eher aus der Fülle heraus rein? Ist auch immer unsere Energie, wie wir in ein Coaching reinkommen. Ne? Wenn ich aus dem Mangel reingehe, weil ich denke, unsere Nachbarn hier draußen, weil ich denke, die wird für mich das Problem lösen und wird es nichts. Wenn ich aus der Fülle herausgehe, ich bin schon ganz und diese Person wird mich begleiten und wird mich, ja, wird mir helfen, mich zu transformieren, dann wird das eher was. So, liebe Semra, ich habe schon eben gesehen, du bist drinne. Semra, wie gesagt, war seit Oktober bei mir. Und ich gucke jetzt gerade mal. Du kannst mal bei mir anfragen, Semra, wenn du da einen Button findest. Warte mal, Semra, wo warst du denn hier, Semra? Ich wink dir mal zu, Semra, und guck mal, ob du reinkommen kannst. Du, da müsste irgendwo was stehen, wo du anklicken kannst, dass du dazukommst. Und dann lasse ich dich hier frei. So, jetzt kommt hier etwas. Teilnehmeranfragen annehmen. Klappt, klappt nicht. Habe ich nicht richtig geklappt. Okay, geklickt, annehmen. Hallo. Hallo. Ich wollte gerade sagen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Semra. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Ganz lieben Dank, ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Kann man mich hören? Man kann dich sehr, sehr gut hören. Ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, könnt ihr uns hören, sehen, ist alles gut. Also ich kann dich hören, kann dich auch sehen. Und Semra hat den ganzen Tag gearbeitet. Die hatte eine sehr stressige Woche, auch letzte Woche, und hat sehr, sehr viel zu tun aktuell. Und trotzdem hat sie sich bereit erklärt. Gerade von der Arbeit reingekommen, direkt am Handy, direkt fürs Live. Du hast gar keine Zeit gehabt, dich irgendwie noch vorzubereiten oder auszuruhen oder was zu essen. Ja, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Deine Stimme war eben gerade weg, Semra. Jetzt? Ja, jetzt bist du wieder da. Okay, hab nur schnell was. Ja, wie du das gerade gesagt hast, normalerweise habe ich wirklich keine Zeit, weil ich Donnerstag fliege. Ich muss jetzt jeden Tag 10 Stunden arbeiten. Und das ist so ein bisschen hart, aber trotzdem, für dich habe ich
Gerne, Zeit. Wirklich. Oh, ich danke dir wirklich. Du hast mir auch immer Zeit genommen, wirklich, wo wir auch keinen Termin vereinbart hatten, so kurzfristig, wo mir so schlecht ging, ne? Und ich nehme auch gerne Zeit für dich. Ich danke dir. Also Semra, Gerne. du bist ja seit, ich glaube, Oktober bei mir gewesen. Ist das richtig oder war das ein anderer Monat? Ne? Oktober letztes Jahr. 2 Monate Pause bis jetzt war ich bei dir. Ich war da, also davor hatte ich noch eine Coaching, das war im Februar letztes Jahr. Ich erzähle das jetzt nur deswegen, damit die Leute einen Vergleich haben, wie du das auch gerade vorhin gesagt hattest. Der war jetzt auch nicht verkehrt oder schlecht oder sonst was. Nur wenn ich es bewerten sollte, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, was ich mir selber, also mit dir gelernt habe, beigebracht habe, das hatte ich in den ersten Coaching nicht. Ich habe zwar inneres Kind gelernt. Ich wusste nicht, was inneres Kind Heilung ist. Wusste ich gar nicht. Das hatte ich mit denen gelernt gehabt. Aber das war es dann auch. Andere Werkzeuge in der Hand hatte ich jetzt nicht. Ich wusste jetzt nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Ich wusste, wie ich mit meinen Gedanken umgehen kann. Was ich da halt dann gelernt hatte, wollte ich dann auch die Monate dann auch umsetzen. Aber irgendwie kam ich nicht voran. Ich kam einfach nicht voran. Dann hatte ich dich bei TikTok, genau. Zuerst hatte ich dich immer bei TikTok gesehen gehabt. So. Und dann, das war halt November war das ja. Und mir ging es wirklich scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ist es mir egal. Ich schreibe jetzt, sag mal, wie heißt sie? Dann bin ich bei TikTok rein und dann deine Instagram-Adresse genommen. Und dann, das war, glaube ich, 12 Uhr nachts, wo ich dich angeschrieben habe. So, ich brauche deine Hilfe. So und so. Und seitdem und bei mir war es so, ich hatte Mangel. Du warst gerade weg. Du hattest Mangel und den Rest habe ich nicht gehört. Das rauscht es. Muss dann so machen. Ja. Kann man mich jetzt hören? Kann man nicht hören. So, bei mir war es halt so, dass ich kein Selbstliebe hatte. Okay, man sagt, liebst du dich selber? Jede zweite wird sagen, ja, das habe ich auch getan. Aber wo ich dann erkannt habe in unseren Gesprächen, hey Samra, du liebst dich, du hast dich gar nicht geliebt. Du hast dich wirklich gar nicht geliebt. Na, und das für Woche zu Woche habe ich dann mit dir gelernt. Aber ich habe auch dann halt die Sachen auch umgesetzt, was du mir gesagt hast. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nur jetzt diesen Gespräch mit dir machen, bringt, weiß ich nicht, nicht so viel. Ne? Vielleicht Erkenntnis hier und da. Aber derjenige muss das auch alles umsetzen. Die Hilfestellung, was du gibst, wie man sich selbst lieben kann hier und da. Ich wusste gar nicht, dass man, wenn ich jetzt für mich koche, dass es Selbstliebe ist. Wusste ich nicht, das habe ich durch dich erkannt. So, wenn ich jetzt koche, koche ich bewusst. Na, Simre, heute wird's gekocht für dich. Was gibt's denn? Und vorher war das, boah, jetzt muss ich kochen. Na, solche Sachen. Und zu Selbstwertgefühl. Ich hatte zwar Selbstwertgefühl, aber tief in mir und im Unterbewusstsein hatte ich das nicht. Und durch unser Coaching mit dir, na, habe ich wirklich mein Selbstwertgefühl gesteigert, ich muss sagen. Ich muss auch dazu sagen, das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag glücklich ist, das nicht. Aber ich weiß jetzt zumindest durch dich, wie ich mit meinen Gedanken umgehen kann, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, was das jetzt ist und was ich jetzt in dieser Situation machen kann. Na, manchmal brauche ich immer noch Hilfestellung. Na? Aber in den, wie viele Monate war das jetzt? 6, 7 Monate? Ja. Das Leben vor dir war für mich wirklich, wie soll ich sagen,
Horror will ich jetzt nicht sagen, aber ich war so eine Person, ich war mit mir nicht zufrieden, ich war nur am Weinen hier und da. Ich habe allein, wo du mir gesagt hast, was sprichst du mit dir? Ich so, wie, was spreche ich mit mir? Und dann hast du mir ja gesagt gehabt, dann hast du eine Woche Zeit, dann schreib mal auf, was du wirklich mit dir sprichst. Nur negativ. Selbstgespräche, die inneren Selbstgespräche, die Genau, inneren nur Selbstgespräche. negativ. Allein das zu erkennen, wo du mir gesagt hast, ich wäre selber jetzt nicht drauf gekommen, ne, dass die Selbstgespräche sehr wichtig sind. Ne? Und ja klar, braucht das dann halt deine Zeit, bis so ein Prozess so durchgeht natürlich. Man kann jetzt nicht einen Monat, jetzt spreche ich jetzt über mich, also mit mir selber gut und dann nicht mehr, das wirkt nicht. Ne? Man sollte, wenn man das erkennt, ne, dass man halt schlecht spricht, negativ spricht halt, ne, und dass man dann, oh, Semra, also habe ich das zumindest für mich, Semra, stopp, nein, du bist schon gut genug, hier solche positive Gespräche aufzubauen, da habe ich auch wirklich sehr Hilfe gebraucht von dir. Ich wusste gar nicht, was sage ich dann, wenn ich jetzt so denke oder mit mir so spreche, ne. Manchmal kommt man wirklich nicht voran, manchmal wirklich, also man braucht Hilfe. Das ist ja so, Semra, die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht. In den Videos wird ja viel erklärt, ja, und die Videos, das ist eine Ebene, die nur den Verstand anspricht. Und meistens auch nicht direkt deine Situation, weil jeder hat ja eine andere Situation. Bei dir haben wir ja nochmal geguckt und tiefer geschaut, was ist wirklich da? Ja, wir haben in die Kindheit geschaut, im aktuellen Leben, wir möchten jetzt gar nicht genau alles erzählen, aber da war ja einiges, was dir sehr, sehr wehgetan hat. Und da haben wir dann reingeschaut, in tiefere Ebenen. Wir haben körperlich gearbeitet, wir haben ganz viel körperlich gearbeitet. Genau Nervensystem, das auch. das Nervensystem, also in den Videos erzähle ich ja nur so grob über das Thema. Und dann muss man immer schauen, je nach Person, was ist da für ein Thema und wie kann dieses Thema jetzt, wie kann diese Person an sich jetzt arbeiten, an ihrem Körper, weil diese Themen sind ja im Körper gespeichert, nicht in unserem Verstand, nicht in unserem Kopf, im Körper. Und da müssen wir anfangen zu arbeiten. Und da haben wir wirklich ein paar Monate verschiedene Sachen gemacht. Und wie du eben schon gesagt hast, du hast umgesetzt, du hast die Sachen gemacht. Jede Woche, wenn ich gefragt habe, und, ich meine, ich zwinge niemanden, was zu tun, du bist ja dann frei. Aber du hast das regelmäßig umgesetzt und vieles lösen können. Auch viele negative Gefühle, die bei dir jahrelang drin waren, hast du lösen können. Allein ein Beispiel möchte ich geben in unserem Gespräch. Das war vor ein paar Monaten, war das. Es hatte mit Verlassenheit was zu tun, wo du mich gefragt hast: Semra, hatten deine Eltern sich getrennt oder hier und da? Ich so: Nein, Sama, mich hat noch keiner verlassen, außer jetzt mein Verlobter. Kern ist mein Verlobter, hatte ich gesagt gehabt. Du hast dann gesagt, du hast darauf bestanden. Nein, Semra, du musst noch ein bisschen zurückgehen. Ich so, sag mal, nein. Ne? Und dann, Wochen später, wenn du dich daran erinnern kannst, habe ich die Sprachnachricht geschickt, weil ich auch, mich auch mit der Sache beschäftigt habe. Ich so, okay, was könnte es sein? Ne? Was war denn? Ich habe meine Eltern gefragt, war was hier und da, falls ich was vergessen habe, so. Ne? Und dann kam ich auf ein Video bei Instagram. Das war auch hier Kindheit Heilung. Und derjenige, der diesen Live halt gemacht hat, hat erzählt, wo er Kind war, dass er im Krankenhaus war und dass die Eltern ihn dann verlassen haben, weil die ja nicht mit da schlafen konnten. Und das ist schon ein Traumata für das Kind. Ich so, auf einmal. Jo! Genau das ist mir auch passiert, wo ich 5 oder 6 war und ich hatte wirklich so geheult, dass meine Eltern gehen, dass ich jetzt alleine bin, dass sie mich verlassen, ne? Solche Sachen, also. Da war ja noch ein anderes Thema dann auch nochmal mit diesem Verlassen, mit dem zur Schule gehen und so weiter, ne? 7 Jahre alt, alleine und alles. Und das sind Sachen, die vergessen wir, deswegen ist es ja ein Trauma. Viele denken, Trauma ist ganz schlimme Misshandlung oder Unfall, aber das sind Kleinigkeiten, die wir vergessen. Deswegen ist es ja ein Trauma und deswegen bleibt es im Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann hinschaut, ne? Dass man sich entweder begleiten lässt oder wirklich dann hinschaut, was kann es gewesen sein? Es ist, also viele, ja, die mir auch folgen, sagen, also bei meiner Familie war alles gut. Ja, es ist alles gut, aber das sind kleine Verletzungen, die du vergessen hast. Und ich will niemanden reinreden, deine Kindheit war beschissen. Nein, nein, Kindheit war alles gut, schön und gut, Gott sei Dank. Das ist nicht bei jedem so.
Aber schau doch mal ganz genau hin. Was sind da für Sachen passiert, wo du als kleines Kind dich ängstlich, nicht verstanden, wo du anfängst, Misstrauen zu haben, wo du anfängst, nicht mehr zu vertrauen? Und das waren auch die Themen, wo ich meine Freunde, meine Familie immer mit Lachen erzählt habe. Ich so, weißt du noch, der Taxi kam nicht und da, ich musste 2 Stunden warten. Oder Das hier im Minuten, ja. Krankenhaus, ne, dass ich vorher geweint habe und ihr seid gegangen. Wir waren voll am Lachen darüber. Ich habe mich lustig darüber gemacht. Ne? Und dann erkennt man durch diesen Gesprächen natürlich auch alleine, ja, ganz ehrlich, ich wäre jetzt alleine nicht drauf gekommen. Ne? Wenn Ja, okay, wenn wir auch mit Freunden sprechen, wie ich das vorhin gesagt habe, man spricht lustig darüber, man lacht darüber damals. Aber das ist nicht so. Das Ist ist ja, wirklich nicht so. genau, das Lustige ist ja, Sandra, was ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Klientin, die mir ein paar Sachen erzählt hat. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist jetzt die Stimmung zu deinem Mann? Weil sie wurde von ihrem Vater verlassen und so weiter und so fort. Da hat sie gemeint, er nimmt das nicht ernst. Also der denkt, ach komm, weißt du, du bist nicht die Erste, wo der Vater sie verlassen hat als kleines Kind und so weiter. Aber dass das für ein kleines Kind Weltuntergang ist. Du als Siebenjährige oder als Sechsjährige, die steht da und wartet auf ein Taxi, der geht. Und du stehst ganz alleine da und niemand holt dich ab. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Für ein Kind ist in dem Moment, muss es unterdrücken. Es muss diese Gefühle unterdrücken. Und diese Gefühle, die unterdrückt werden, bleiben magnetisch in deinem Energiefeld und ziehen später, also Greg Brennan redet darüber, in den ersten 7 Jahren, was da so passiert ist, bleibt auch im Energiefeld haften, als Wunde. Und dann schickt dir das Leben Menschen, die genau die Situation nochmal triggern, aber anders, mit einer anderen Geschichte. Und Ja. wir sind dann sauer auf diese Person. Warum war die so gemein zu mir? Warum hat er oder sie mir das angetan? Dabei ist es eine Emotion, die geheilt werden will und die sucht einfach nur irgendwelche Darsteller im Außen, Menschen, die etwas vorführen, um dich zu verletzen, damit dieses Gefühl wieder hochkommen kann, dass du es heilen kannst. Und das zu erkennen, man kann es auch alleine erkennen, aber das Ego spielt oft rein. Das Ego ist so Ja, geschickt. man kann es alleine erkennen, ja, und das Weitere. Da braucht man aber die Unterstützung. Das Weitere muss man auch wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Ne? Allein nur erkennen, reicht leider nicht. Das hast du gesehen im Coaching. Da waren viele tiefe Dinge, die wir gemacht haben, gemeinsam, um da Das an die war offenen so Punkte zu kommen. viele Sachen, so viele Punkte seit November, was ich da hier gemacht habe mit dir. Unglaublich. Das war wirklich für mich wohl wirklich unfassbar. Wirklich. Findest Ich du echt danke gut? dir. Ich wirklich, ich danke dir so sehr. Normalerweise so ein Livestream hätte ich nie zugesagt. Nie. Ne? Was Ich dich war sehr auch von zurecht. Person her so schüchtern, weil ich auch dieses Selbstwertgefühl ja nicht hatte. Weil ich nicht wusste, was ein Selbstwertgefühl ist. Was ist denn Selbstwert? Wusste ich gar nicht. Was ist denn Selbstbewusstsein? Ich dachte, Selbstbewusstsein ist, wenn man in einer Gruppe ist, so, dass man so einfach redet, erzählt und so weiter. Nein, das ist es nicht. Du hast mir auch gesagt, Selbstbewusstsein ist auch, wenn man ihre Schwächen sagt. Und das werde ich hier auch sagen, kannst du dich noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, sag mal, ich schäme mich, ich schnarche. Du hast mir dann gesagt, Sarah, ne? Selbstbewusstsein bedeutet aber auch, dass du auch erwähnst, ne? Hier und da. Hast du es Jetzt habe ich das jetzt gesehen? erwähnt, das habe ich auch letztens auf der Arbeit erwähnt. Die Kollegin hatte erzählt, dass ihr Mann geschnarcht hat. Ich so, du, ich schnarche auch. Alle gucken an, wie? Ich so, ja, ich tue es auch. Weißt du, was in dem Moment passiert, Samra? Wenn du jetzt zu dieser Schwäche stehst, dein Nervensystem merkt, okay, also unser Nervensystem ist oft im Kampf oder im Fluchtmodus, hatte ich dir erzählt, gell? Das ist dann Ja. Angst, verurteilt, eine Verurteilung. Und dann sind wir im Stresszustand. Wenn du jetzt offen darüber erzählst und du merkst, ich muss nicht fliehen, ich muss nicht kämpfen, weil ich werde gar nicht verurteilt vom anderen. Natürlich kommt es manchmal vor. Aber jetzt heute in dem Fall oder wann du da mit der Kollegin gesprochen hast, sie hat sich dafür nicht ausgelacht, sondern du hast gemerkt, okay, ich lebe noch, es ist alles gut. Das Nervensystem bei dir fängt an, in dem Moment zu heilen, weil du dich nochmal ein Stück weiter öffnest. Und ich weiß noch, wo du mir erzählt hast, Samar, ich merke Veränderungen auf der Arbeit. Ja, Das erzähl also mal. allein vom Kunden her, das kam aber auch dadurch, wo wir mit dieser bessere Selbstversion gearbeitet haben. Und deine Ich hatte Identität, dich ja. ja gefragt, aber ich so, hä, was denn? Ich habe es gar nicht verstanden, meine bessere Vision. Ich so, hä? Wie meinst du? Ich wusste das gar nicht, was das ist. Ne? Ja, klar weiß ich, was das ist. Aber wie
kann ich mich da umsetzen, indem ich immer gesagt habe, das, was du mir halt beigebracht hast, Semra, was wird die bessere Vision machen immer? Okay, dann werde ich jetzt ein Beispiel von der Kundin halt sagen auf der Arbeit. Ich war so ein bisschen leicht genervt und dann die Kundin hatte mich was gefragt und ich wollte direkt Nein sagen. Dann habe ich gesagt, was hätte jetzt die bessere Vision Semra gemacht? Höflich geantwortet, ne? Und Hilfe gebeten. Ich so, okay. Ich so, dann mach's es, ne? Ich so, ja, bitteschön. Ne? Die so, ja, ich habe eine Frage, bla bla bla. Ich so, ja, gerne, ich gucke dann für Sie. Ich rufe mal andere Filiale an. Ne? Und die war so dankbar. Auf einmal ging es mir so gut, wo ich jetzt vorhin so vor 5 Minuten genervt war, das war weg. Also das war wirklich so, okay. Weil sich da etwas verändert, genau, an deiner Identität, deine Persönlichkeit. Viele denken, die sind, unsere Persönlichkeit ist statisch, die ist fest, unser Charakter kann sich nicht verändern, aber wir können sehr vieles bei uns verändern, wenn wir wissen, wie wir daran arbeiten können. Genau. Also auch allein dieses Wort zu sagen, also bei Türkischen gibt es so ein Wort, Menschen können sich nicht ändern. Doch. Ich habe es bei mir gesehen. Doch. Wenn man dranbleibt, wenn man weiß, wie es geht. Weil es kommen immer so Punkte, wo man aufgibt. Es kommen immer Sachen, die einem passieren, wo man denkt, habe ich alles umsonst gemacht, habe ich es falsch gemacht. Aber das Dranbleiben und Weitermachen sind die Schritte, die dich Allein weiterbringen. hier mit glücklich sein. Ich dachte, glücklich sein ist dann für mich zum Beispiel Familie gründen, Partner haben. Derjenige kann ich gar nicht glücklich machen. Das hast du mir gezeigt und gesagt natürlich. Ja, der Partner konnte mich nicht glücklich machen, weil ich nicht glücklich war, weil ich mich selber nicht glücklich machen konnte. Und dann deine Hilfestellung, wie ich mich glücklich machen kann, wie ich das und dies machen kann. Heute, ja, wenn ich denke jetzt, ich bin heute so irgendwie traurig und so, dann sage ich, Semra, okay, was machen wir jetzt? Na? Wenn du dich daran erinnern kannst, du hattest mir ja gesagt gehabt, geh doch mal alleine was essen. Ich so, ja. Ne? Ja, gut. Und an dem Tag habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt essen. Ne? Und da mein innerer Kritiker natürlich, ja, dann geh doch hier vorne sofort. Ne? Siehst du Hose an und dann kannst du da. Ich so, da habe ich gesagt zu mir, stopp, Semra. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, wenn er mich jetzt zum Essen einladen würde oder wenn er mir sagen würde, sollen wir essen gehen? Erstens hätte ich ein schönes Restaurant ausgesucht. Zweitens hätte ich mich schick gemacht. Weil da habe ich gesagt, komm, Samuel, steh jetzt auf. Genau das machst du. Ne? Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich so glücklich gefühlt. Das war unglaublich. Ich dachte, ich werde mich jetzt so schämen oder so. Ne? Dass jeder mich anguckt. Jeder ist mit Familie, mit Freunden oder mit Partner da. Und Samuel, du bist alleine. Na, ich so, komm, mach's. Ich habe mich schick angezogen, dann bin ich zum Restaurant, ne? Und dann habe ich gegessen. Ich habe extra was Schönes bestellt, nicht jetzt so ganz schnell essen und raus. Ne? Ich so, Samra, gönn dir das. Und dann nächsten Tag Kino. Das war auch für mich wirklich eine Herausforderung. Ich so, boah, allein im Kino. Ne? Boah, Samra, übertreibst du das jetzt ein bisschen? Ne? Und wo du mir gesagt hast, wenn du alleine Kino schaffst, bist du gut. Ja, dann war ich alleine im Kino. Dann habe ich Bekannten getroffen, die mir gesagt haben, oh, was machst du, wo sind deine Freunde? Ich so, nee, ich bin alleine. Ne? Ich war so voll am Lachen, Grinsen. Dann habe ich zu hören bekommen, dass von meiner Bekannte der Mann gesagt hat, ich liebe selbstbewusste Frauen. Ich so, ah, okay, das ist jetzt Zeichen vom Universum. Ja, es ist ja so, dass wir immer kommunizieren mit dem Universum. Und wenn wir uns selber genießen, wenn wir das Leben feiern, ist oft schwierig, weil wir im Alltag so gefangen sind, ne, mit Arbeiten, mit den Problemen. Und unser Ego, ich weiß nicht mehr genau, was er genau, ich glaube, zwei oder drei Sachen, daran hält er gerne fest. Er sucht immer nach etwas, wo er leiden kann. Etwas, was er nicht bekommt oder etwas, was ihn runterzieht. Versucht immer irgendwas zu suchen. Und diejenigen, die verheiratet sind und Kinder haben, die können jetzt hier mitreden, die können gerne kommentieren. Bist du verheiratet, hast du Kinder, bist du nicht zufrieden, hast du keinen Mann, keine Kinder, bist du, also es gibt keine Situation, wo du zu 100% glücklich bist. Du bist Millionärin, du hast alles, dann fühlst du eine innere Leere. Weil diese innere Leere
kann niemand im Außen füllen. Kein Geld, kein Partner, keine Kinder. Bei uns jetzt hier im Ort hatte letzte Woche sich eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Frau das Leben genommen. Mitte 30, Ex-Freundin von meinem Bruder. Er war vor 20 Jahren noch mit ihr zusammen. Ja? Wunderschöne Frau. Warum? Unter anderem war das Thema, alle anderen haben einen Partner und Kinder und ich immer noch nicht. Keiner will mich. Also sie wurde immer wieder abgelehnt, abgelehnt. Hübsche Frau, das hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun. Ich habe dann gefragt, meinen Bruder und alles, ne, was kannst du mir ein bisschen erzählen? Man kann die Samar nicht hören. Sicher? Also Samra, du kannst mich hören. Ja. Schreibt mal bitte die anderen alle, ob ihr mich hören könnt. Auf jeden Fall hatte er gemeint, ja, sie hatte ein Papa-Thema gehabt. Es war ihr so wirklich selbst nicht bewusst, da hatte sie die Familie verlassen. Und sie wurde ständig halt von anderen Männern verarscht, verlassen, also immer wieder dasselbe Muster. Und sie dachte, etwas ist mit ihr falsch. Sie hat sich geschämt, weil alle, also in Anführungsstrichen, das ist immer das Ego, gell? Alle haben einen Mann und alle haben Kinder, nur ich nicht, was ja nicht der Wahrheit entspricht. Und dann hat sie sich bei uns am Bahnhof, wo wir wohnen, einfach von zugeschmissen tot. Also ganz, ganz schlimm, wo ich mir dachte, wenn dieses Wissen, was wir hier besprechen, wo du Geld bezahlst, um das zu wissen, warum lernt man das nicht im Fernsehen oder in der Schule, dass die Leute sich von Depressionen heilen können, dass das gar nicht erst so weit kommen kann? Dass jemand sein gesamtes Leben kaputt macht, jetzt schreiben die hier ganz leise. Dass jemand sein gesamtes Leben kaputt macht, okay, man hört nicht dumpf, komisch. Vielleicht, weil ich hier im Akku bin. Kann auch sein. Ja, ich hoffe, dass man es nachher in der Aufzeichnung gut hören kann. Genau, so, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Bin raus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne rein. Ansonsten, Semra, würdest du das Coaching empfehlen? Und wenn nicht, Sehr, sehr. Ich könnte jeden empfehlen. Wirklich, das ist, was soll ich sagen, wenn man sich was Gutes tun möchte, bitte mit Sama, mit Begleitung, wirklich. Noch zu Coaching wollte ich noch was sagen, was sehr wichtig ist, weil ich hier eine schon hatte und meine Freunde machen das ja auch, die nehmen ja auch Coaching von anderen. Da kann ich ja auch einen Vergleich machen und sehen. Und da frage ich auch immer meine Freunde, ist so, und was machst du die Woche? Was sollst du die Woche machen? Ne? Nichts. Ist so wie nichts. Ist so, okay. Musst du zum Beispiel heute, also die Woche, nicht darüber nachdenken, wie es war oder keine Ahnung. Ne? Nein, ist so, okay. Ne? Wie ist es dann mit Sama? Ist so, ja. Fast jede Woche haben wir eine Aufgabe. Die Woche muss ich das machen, die Woche das machen. Ne? Und es hat aber wirklich mit einer Woche machen nicht nur geheilt. Ne? Das muss man natürlich mehrere Wochen machen. Und was für mich sehr wichtig war, weil wir ja eine Stunde Gespräch hatten, in dem Gespräch, was wir alles geredet haben, hat die Sama dann per E-Mail geschickt, die wichtigsten Sachen. Wenn ich wieder dieses Gefühl habe, wenn ich wieder dieses Gedanken habe oder wenn mir das jetzt hier passiert, ne? Die Themen hatte sie aufgeschrieben gehabt, plus noch, wie ich das umsetzen soll. Weil nach 2 Tagen habe ich das bestimmt vergessen, was wir da im Gespräch gesprochen haben. Und das ist das für mich das Wichtigste gewesen. Ne? Deine E-Mails habe ich noch. Ne, die sind bei Archiv drinne, da geht keiner ran. Ne, und da kann ich immer wieder rein gucken, okay, was war denn da, was war hier, was könnte ich da machen. Also das ist wirklich sehr wichtig. Finde ich Also. auch sehr, sehr wichtig. Ich hatte heute 3 Gespräche. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es heute war oder gestern. Da ist eine Klientin, die jetzt für 2 Monate auch mit dabei ist. Die hat mir so ein bisschen über ihr Leben erzählt und sie war jetzt auch bei einem Coach, der ihr geholfen hat, mit den Emotionen, ne, sie zu heilen. Und dann habe ich sie gefragt, bitte, bitte, sag mal, man hört dich sehr leise. Ehrlich, jetzt habe ich doch extra mein Akku rausgenommen. Man hört mich trotzdem leise. Ich weiß nicht, was ich da machen kann, ihr Lieben. Auf jeden Fall, genau, das war nochmal, genau. Und dann hat sie mit ihren Emotionen heilen. Wie kann man Emotionen heilen? Da habe ich zu ihr gesagt, okay, dann werde ich mit dir diese Übungen nicht machen, aber kannst du mir erklären, was du gemacht hast, dass ich weiß, wo du bist? Und Semra, sie hat mir die Schritte erklärt und sie hat weniger als die Hälfte von dem gemacht, was wir beide gemacht haben. Da habe ich gesagt, was war das denn für eine? Das war eine Therapeutin und die war so darin ausgebildet. Da dachte ich mir, krass, weil das war nicht Emotionen heilen. Das war die Hälfte vom Weg und die andere Hälfte hat komplett gefehlt. Und dann wundert man sich, warum man immer wieder das Gleiche erlebt, warum das immer wieder hochkommt.
Das hat aber nur Samad hört man schlecht. Okay. Ja, wir bleiben eh nicht mehr so lang. So, ich möchte jetzt nicht irgendwie andere schlecht machen, nicht gut machen. Es gibt so viele gute Therapeuten, Coaches, Mentoren, genug, die wirklich gut sind. Es geht nur darum, dass man genau hinschaut. Dass man wirklich genau hinschaut und vor allen Dingen, wann meine Intention, mehr Leute sprechen zu lassen, die mit mir zusammengearbeitet haben, dass man sehen kann, okay, stimmt das, was sie erzählt, oder labert sie einfach nur Scheiße? Ja, hat sie was drauf oder hat sie es nicht drauf? Ja, und deswegen danke ich dir, Semra, dass du Gerne. heute dabei warst, dabei bist. Und willst du noch irgendetwas sagen zum Schluss? Gibt es irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt? Boah, ich danke dir wirklich sehr, dass du mir so geholfen hast, dass du immer für mich da warst. Wie ich das auch am Anfang gesagt habe, nicht jeder macht das, wo ich wirklich am Not war, wo wir wirklich keinen Termin hatten oder so, dass du für mich da warst. Das spielt auch eine große Rolle. Ich bin dir auch wirklich dankbar, weil ich sag mal so, in dem Moment, wo es mir wirklich scheiße geht, dass ich dich brauche und du warst da, vielen lieben Dank. Ne, weil nach 2 Tagen oder nach 4 Tagen sind die Gefühle schon weg und ich habe schon ein bisschen bearbeitet oder verarbeitet. Ne. Oder unterdrückt. Wichtig ist, ja, oder wichtig war halt in dem Moment halt. Welchen Coaching hat sie denn gebucht? Bei mir gibt es eigentlich nur das eine Coaching. Das war ganz normales Coaching. Das erste ging ja über 3 Monate. Das haben wir danach nochmal verlängert. Genau, da war Time Weaver mit dabei. Ich kann euch aber sagen, Time Weaver ist nicht so die Hauptarbeit. Ja, viele kommen über den Time Weaver zu mir und bleiben dann aber bei mir, weil sie sehen, okay, das Coaching an sich ist viel, viel wertvoller als der Time Weaver an sich. Weil wir arbeiten von Mensch zu Mensch. Ja? Wir arbeiten wirklich direkt an deinen Themen. Wir brauchen mit dem Time-Over nicht wirklich. Er zeigt ein paar Blockaden auf, ja, aber das Gespräch ist viel, viel, viel wertvoller als die Analyse an sich. Genau. So, liebe Weil Dame. auch in den Gesprächen tauchen auch so Sachen auf, wo man wirklich ist. Ich muss was trinken. Kleinen Moment. Mach das. Mach das. Hab viel geredet. Also, ich biete ja Time Weaver an, also Time Weaver Analysen, das heißt, wo es dann 2 Gespräche gibt. Und dann habe ich das normale Coaching. Kann man denn täglich mit dir reden? Nein, nicht täglich. Es ist so, dass wir einmal die Woche miteinander reden. Aktuell läuft es 2 Monate, das Coaching. Jede Woche haben wir ein Gespräch. In der ersten Woche machen wir die Analyse mit dem Time Weaver nach Markt, das ist im Preis mit drin. Und danach haben wir jede Woche ein Gespräch. Ich schicke die E-Mail raus und du hast dann 1 Woche Zeit, an dir zu arbeiten. Es gibt auch viele, die schaffen es nicht in der Woche, ist auch okay. Und in der 2. Woche gehen wir dann weiter. Ja, wir gehen immer weiter und immer tiefer in deine Themen rein. Also ich wollte nur kurz dazu was sagen. Erstmal Entschuldigung. Wenn ihr auch bucht, würde ich jedem empfehlen, mehrere Monate. Jetzt von einem Monat und dann sagen, boah, ich bin nicht geheilt. Das gibt es nirgendwo, auch nicht jetzt bei anderen Coachings, das gibt es nicht. Bei, also mehrere Monate ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Weil immer wieder neue Themen auch aufleuchten. Genau, da kam immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Ja. Und da kann man sehr, sehr gut daran anknüpfen und dann das gemeinsam zusammen verarbeiten. Genau. Ja. Okay. Also wer Interesse hat am Coaching, schreibt mir einfach eine private Nachricht. Ich wollte gerade sagen PN. Ja, PN, eine private Nachricht. Ansonsten danke ich dir sehr, Ich Semra. danke Jetzt dir haben auch. wir fast 1 Stunde trotzdem gemacht oder 45 Minuten. Vielen, vielen Dank von Herzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Urlaub und Danke, ich freue mich sehr. genieß den Urlaub. Danke, Mathis. Tschüss. Mach's auch gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.